yeah, Elektroschrott. Für mich hat dieser ganze Bastelkram ziemlich viel mit Kochen gemeinsam. Insbesondere was die Vorbereitung angeht. Vernünftiger Koch macht sich beim Kochen eine Mise en place, will heißen, er legt sich schon mal seine ganzen Sachen zusammen, schneidet schon mal seinen ganzen Krempel klein, damit, wenn es dann wirklich losgeht, er nicht mehr in Kleingefricke zerfällt. In dieser Tradition werde ich, bevor ich anfange, irgendwas mit Elektronik zu bauen oder irgendeinen Kram zu machen, mir schon mal die Teile, die man hinterher sieht, überlegen und einfach alles schon mal ausmessen. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon unbedingt was machen werde damit, aber wenn ich die Maße schon mal habe und mir vielleicht schon mal überlegt habe, wie so die Front von dem Teil aussehen soll, dann habe ich hinterher einfach so einen Rahmen, in dem ich mich bewege mit meiner Schaltung und wie die Platine ungefähr aufgebaut sein muss und so ein Zeug. Deswegen, auch wenn es ein bisschen komisch wirken mag, los geht's mit der Kiste und dem, wie wir die Frontplatte der Kiste gestalten wollen. Und ich würde mal so sagen, wir haben drei Elemente, die hier drauf kommen. Das eine sind die Steckdosen. Ich habe mir das insgesamt mal so überlegt, also ich würde die Kiste gerne so haben, dass sie in zwei Orientierungen aufgestellt werden kann. Das eine wäre so als kleines Schaltsteinchen. Und das andere wäre, falls das Philipp mehr taugt, dass man sie so hinstellt und, keine Ahnung, wie so eine glorifizierte große Mehrfachsteckdose, Schuhkarton, Dingsbums irgendwie hat. Um das optimal flexibel hinzukriegen, würde ich sagen, ist es ganz gut, wenn die ganzen Kabelführungen, der ganze Kram, alles an der Front ist. Das hat auch den Vorteil, das Material von dem Deckel hier, das ist ziemlich dünn. Das sind irgendwie so 3 mm, das lässt sich gut verarbeiten. Die anderen Teile sind jetzt auch nicht dick, das ist 1 cm dickes Holz oder so, aber hey, 3 mm Sperrholz versus 1 cm normales Komplettholz, erinnert mich jederzeit das Sperrholz zum Bearbeiten. Gut, aussehen soll das Ganze so, dass die Tür, wenn man es aufstellt, nach links aufgeht, habe ich mir überlegt. Ja? So für einen Rechtshänder ist das ganz angenehm, wenn man irgendwas drin rumschütteln muss. Dann sollen die Steckdosen hier unten angebracht werden. Ja, ich habe das schon mal so ganz grob ausgemessen. So eine Steckdose hier hat eine Breite von 8,5 etwa. Und die passen hier sehr gut 4 so nebeneinander. Dann würde ich gerne die Stromzufuhr hier oben haben und die beiden Buchsen für die Sensoren, für die Kabel, die kommen dann irgendwie hier hin. Ich glaube, das wird einigermaßen gefällig und sollte eigentlich auch ganz gut aussehen, wenn man es hinstellt versus wenn man es hinlegt, sollte eigentlich immer einigermaßen passen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann geht es mal damit los, dass ich einfach mal messe, wie groß die verschiedenen Sachen sind, mit denen ich es hier zu tun habe. Angefangen mit der Steckdose. Die Steckdose hat 2 relevante Maße. Ich verwende für sowas ganz gerne so eine Schieblehre hier. Und zwar, das eine, was mich hier interessiert, ist, wie groß ist meine Steckdose? Von außen, das gesamte Teil. Na, Schieblehre sagt 84,84 mm, sagen wir 85 mm. Ist das auch in beiden Richtungen so? Ja, das ist in beiden Richtungen so. Das heißt, meine Steckdose, das schreibe ich mir mal auf, ist außen 85 mal 85 mm. Erstes Maß. Das zweite, was wichtig ist, ist das Maß, das ich aussägen muss, damit ich da reinkomme. Das ist eigentlich hier so ein bisschen abgerundet, aber der Einfachheit halber mache ich das alles einfach viereckig, quadratisch. Dann schauen wir mal, welche Größe brauche ich da. Das sind 49,08 hier, 49,06 so, gut. Roundabout 50 x 50 mm für den Innenausschnitt. Gut, Steckdose ausgemessen. An denen werde ich gleich ein bisschen modifizieren und das mache ich vor allem jetzt dann gleich. Dann habt ihr schon mal was zu sehen, was ein bisschen technisch ist, wo wirklich was passiert. Zweites ist diese Einbaubuchse für die Sensorik. Die sieht genauso aus, wie man sich das vorstellt. Da ist so eine kleine, ne? Hexenhaut Mutter dran und
Da muss ich einfach mal ausmessen, wie groß da die Bohrung wird. 9,86 mm. Da muss ich einigermaßen genau sein, weil der Ring außen drumherum, der das dann festhält, der ist nicht so wahnsinnig viel breiter als der Innenteil. Das heißt, wenn ich das deutlich zu groß bohre, ich würde sagen, wenn ich es einen Millimeter zu groß bohre, kriege ich ein Problem, weil das Ding hier nicht mehr vernünftig anpassen wird. Das heißt, ich habe einen Außendurchmesser von 9,86 mm, einen Innendurchmesser. Und der äußere Ring, schauen wir auch mal. Ja. Nur eine gewisse Ungeschicklichkeit ist zu bemerken. 11,94. Buchse ausgemessen. Ja. Irgendwie, heute ist nicht mein geschicktester Tag. Ja. Das dritte ist unsere Stromversorgung. Tada! Was ich bei der gerade schon gemacht habe, ist, ich habe die Sicherung schon mal eingebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, kriege ich das noch gescheit auseinander? Naja, müsste ich jetzt irgendwie mehr Mühe geben. Egal, da ist eine 10 Ampere Sicherung drin. Und da schauen wir jetzt auch mal wegen der Maße. Das muss ich mir hier mal so ein bisschen aufzeichnen. Gut, das ist außen. ...32,8 in der Höhe. Und in der gesamten Breite... ...43,9. Die beiden Löcher haben einen Abstand von... ...35,3. Das Teil hinten, was ich tatsächlich aussägen muss, ist auch wieder so eine eigentlich etwas hübschere Form. Aber wir machen es uns einfach und sagen einfach mal, das ist ein Rechteck. Und zwar eins mit 26,88. Schmalen. Mal 30,64. Damit habe ich meine wichtigen Teile alle ausgemessen, aus Batterienspannung und ein Maß brauche ich noch. Dann schauen wir hier nochmal Kiste. Das sind 29,8. Und zwar in den Außenmaßen. Jetzt schauen wir mal, was die Innenmaße können. Ist ja hier Brettersteg und ich muss wissen, wie viel ich innen platze. Das sind 27,8. Okay, das ist also 1 cm dickes Holz hier. Das heißt, hier haben wir 17,8. Nicht sehr unerwartet. Gut. Kiste ausgemessen, wichtigste Teile ausgemessen. Jetzt bastel ich noch an der Steckdose rum. Und danach geht es an den Computer auf der Seite da.
und ich bastel mir mal mit Inkscape eine grobe Vorstellung davon, wie das auf der Vorderseite aussehen wird. Steckdosenmodifikation. Ja. Das Ding hier ist ja normalerweise dafür gedacht, dass man es in der Wand in so einem Dingens dran staubt und da krallen sich diese Krallen hier fest. Ich habe keine Wand, ich brauche diese Krallen hier nicht, die können also raus. Dazu schrauben wir es erstmal auf. Das geht bei der hier wie bei jeder anderen Steckdose, die ich bisher in den Fingern hatte, auch. Ne? Ne? Schraube gelöst, kommt das Innenteil raus. Sieht so aus, falls irgendjemand sowas noch nicht in den Fingern hatte. Und dann kann man hier die Schrauben lösen, an denen diese Krallen da dran sind. Fallen die Krallen raus, die brauchen wir nicht. Was übrig bleibt, sind die Teile, die tatsächlich hier drin verbaut werden in der Kiste. Ja. Da unsere Steckdosen, die wir hier haben, nicht verpolungssicher sind, sind hier die beiden Teile neutral und Heißleiter. Der mittlere Pin hier, beziehungsweise das an den Rändern, ist Schutzerde. Die werde ich auch auf jeden Fall von meinem Zugang durchschleifen, sodass die Geräte, die hier dranhängen, alle auch noch sauber geerdet sind und der FI auch zuschlägt, wenn irgendwo was passiert. Sowas sollte man bei solchen Basteleien auf jeden Fall machen. Wer die Schutzerde unterbricht bei einer Schoko-Steckdose, die hier irgendwie so angeschlossen wird, bei dem ist was anderes unterbrochen. Ne? Hier haben wir also meine fertige Frontplatte. Die habe ich mir in Inkscape zusammen designt. Ja, ja, Open Source immer schön. Sieht an sich ganz gut aus, wird ziemlich perfekt. Der Nachteil, den ich im Moment habe, ist, das Ding ist größer als A4. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich werde die Grafik am oberen Rand, werde ich das Ding einfach ein bisschen kleiner machen, damit ich das trotzdem ausdrucken kann. Und dann drucke ich mir das gleich mal aus, schneide es mir zurecht und schaue dann mal, wie es sich so macht in dem Deckel-Dings. Ne? Zurück am Bastelplatz. Ah, da ist der Ausdruck. Ich habe einfach nur den inneren Deckel ausgedruckt. Reicht ja. Das passt dann vor allem aufs Blatt. Und das schneide ich jetzt mit dem Skalpell aus. Ausgeschnitten. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Das wird am Ende also so eine Anmutung haben wie das hier. Ja, ich zeig's mal. Ne? Ist eigentlich nicht schlecht. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier das richtig gemessen habe. Habe ich. Das ist jetzt nämlich ganz gut. Ich kann es jetzt nämlich hier innen reinpacken. Es passt genau hier rein. Und hier kann ich dann durch entsprechendes Anzeichnen und so weiter dann ja, mir das so vorbereiten, dass ich es aussägen kann. Zum Aussägen wird der Deckel hier abgeschraubt. Und das Ding hier, es ist ganz putzig im Wohnraumgebrauch, aber nicht für das, was wir hier machen. Ja. Entschuldigung, lieber Kistenbauer, ich verunstalte meine Kisten. Aber so ist das halt in einem YouTube-Channel. So, gut, alles ab. Ja, genau. Und jetzt muss ich es anzeichnen und dann an die Dekupiersäge gehen damit. Und wie so oft verwende ich meinen Körner zum Markieren, und zwar in diesem Fall zum Markieren der Eckpunkte. Das ist im Grunde genommen schon der wichtigste Teil der Arbeit gewesen. Jetzt kann ich das Papier nämlich wieder rauszucken. Die Punkte sind jetzt alle hier deutlich sichtbar reingekörnert. Mal gucken, vielleicht seht ihr das auf der Kamera, die Eindrücke. Und ich kann diese Punkte mit dem Geodreieck verbinden. Ich habe jetzt auch nochmal die Mühe gemacht und habe die Sachen ein bisschen detaillierter angezeichnet. Kann ja nicht schaden. Und als nächstes werden die Stellen, wo hier die ganzen Kanten sind, mal kurz mit dem Dremel gelocht, damit ich dann hinterher mit der Dekupiersäge an den Stellen vernünftig
dekupieren kann. Ja, bohren jetzt. Löcher sind gelocht, wunderbar. Für jemanden, der normalerweise wirklich hyperexakt ist, ja, ist das hier natürlich jetzt alles ungewöhnlich, so ungefähr. Das liegt in erster Linie daran, dass ich diese ganzen Dinger hinterher sowieso nochmal mit der Feile so machen muss, dass alles reinpasst. Da kommt es jetzt nicht auf ein paar Millimeter an. Ich habe euch gerade mal das unwürdige Schauspiel erspart, wie ich das Sägeblatt eingespannt habe. Aber dafür können wir jetzt gleich loslegen. Und das tue ich jetzt. Öffnung Nummer 1 ist ausgesägt. Das ist das, wo die Steckdose reinkommt. Da schauen wir doch gleich mal. Also die Stromversorgung. Entweder kann ich jetzt gleich sagen, ist schon einigermaßen gut. Oder ich habe es gleich beim ersten Versuch versaut. Ist soweit in Ordnung. Also, Schneidermeister würde mich wahrscheinlich echt dafür anscheißen, dass es hier oben ganz knapp nicht so perfekt geworden ist. Aber ich glaube, Philipp ist das egal. Dem reicht es, wenn die da drin ist und wenn sie vernünftig fest drin ist und wenn ich sie gescheit feststaube. Das wird schon. Okay, die anderen Löcher, die mache ich jetzt ohne euch, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, das Sägen ist so spannend nicht. Übrigens, noch zwei wichtige Hinweise zum Umgang mit dieser Dekupiersäge von Proxon hier. Ja? Da müsst ihr jetzt darauf achten, das ist sicherheitsrelevant. Erstens, die Säge muss beim Sägen immer unbedingt mit Schraubzwingen am Tisch unten drunter befestigt sein, weil sonst könnte die sich bewegen. Und zweitens, auch ganz, ganz wichtig, hier da dieses Teil hier, ja, diese Sägeführung. Niemals beim Sägen einfach hochstellen und oben festklemmen, damit er besser um irgendwelche Ecken kommt. Oh, ganz böse. Ganz böse. Nicht machen. Auf keinen Fall. Ja. Ja, jetzt ist es mal so halt fertig gesägt. Damit ich mir nicht die Finger dran verletze, versäubere ich die Kanten noch mal kurz mit der Feile. Nur ganz grob. Das sieht man hinterher eh nicht, weil da die Steckdosen drüber kommen. Ja, ich nehme an, dass jedem Holzverarbeiter beim Anblick einer Missetaten übel wird. Aber scheißegal, ich bin ja schließlich kein Holzverarbeiter. Ja, das ist es. Jetzt schauen wir mal kurz, ob das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ja, okay. Die Steckdosen haben hier an beiden Seiten so kleine Plastiknasen und die sind größer als das, was hier eigentlich rein soll. Für solche kleinen Problemchen gibt es ja nichts Besseres als den Dremel. Sollte nach Augenmaß reichen. Ja, das passt sogar ganz hervorragend. Ne? So muss man sich das dann vorstellen. Und alle vier Steckdosen kommen dann so rein. Das ist ganz wunderbar. So, jetzt sind fast alle Löcher drin. Wir können Strom zuführen, wir können Strom rausführen. Kleinigkeit fehlt noch, und zwar genau die Löcher für die Buchsen, wo die Sensoren drankommen, diese Dinger ja. Und 1 cm Löcher, die kriege ich nicht mit dem Dremel gebohrt. Deswegen. Schon haben wir 2 Löcher. Sehen noch scheiße aus, aber dafür habe ich eine Feile. Und noch.
Löcher passen. Jetzt schauen wir mal, ob sie auch wirklich passen oder ob ich ganz groben Scheiß gebaut habe. Bingo Bongo, genau so muss das aussehen. Ja. Die Steckdosendinger hier, die wollen mit Stauben gesichert werden. Jetzt ist es so, normalerweise würde man hier Holzstauben verwenden, aber das Sperrholz ist gerade mal 3 mm dick. Und ganz ehrlich, dem vertraue ich mit selbstgewindeziehenden Stauben nicht, weil es auch Sperrholz, das splittert mir sonst weg. Das heißt, was ich machen werde, ist, ich werde die Steckdose so reinlegen, wie sie rein soll. Dann zeichne ich die Löcher, wo das hin muss, an. Und dann werde ich das bohren und werde da einfach M3-Schrauben durchjagen. So. Die werden auf der Rückseite mit Muttern gesichert. Ich denke mal, das ist einfach das Beste, was ich machen kann. Ich habe die Befürchtung, dass ich ziemlich bald einen neuen 3,2 mm Bohrer brauche. Ja, aber das hier hat auf jeden Fall nochmal funktioniert. So, große Frage ist jetzt hier auch, welche Länge M3-Schrauben. Ich habe hier mal 6 mm. Das könnte einigermaßen klappen. Schauen wir mal. Ah, das ist ein bisschen eng. Das ist ein bisschen knapp. Da kommt auf der hinteren Seite nur noch 1 mm raus. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, 8 mm wären gut. Ich habe leider nur 10. Schauen wir mal, wie weit die hinten rausstehen. Ja, die stehen hinten relativ weit raus, aber ja, ist noch im sicheren Bereich. Ich denke, die werde ich verwenden. Ja, das passt. Ich meine, bei diesem ganzen Zeug hier, das ich gerade mache, das, was ich mir am, wo mir natürlich am meisten im Kopf rumgeht, ist die Frage, mache ich es sicher? Aber ich denke, das ist hier kein Problem, weil die Schrauben, also sogar wenn da irgendwie Spannung drauf kommen sollte, ja, werden die ja berührungsgeschützt durch den Deckel davor. Also da kann eigentlich nicht viel passieren. Wenn die in irgendeiner Weise offen gelegen hätten, hätte ich das natürlich auf keinen Fall so gemacht, das ist klar. Wenn mir mal jemand was schenken will, was mir wirklich eine große Freude machen wird und was nicht allzu viel Geld kostet, einen Schraubenschlüssel für diese Art von Muttern hier, wenn man auf die M3-Schrauben drauf tut. Das ist nämlich gerade kleiner als alles, was ich habe. Und das ist ungünstig. Steckdose ist drin. Macht sehr stabilen Eindruck. Ich glaube, das kann man nicht rausreißen. Also auch wenn man so ein bisschen ruppiger damit umgeht, sollte das eigentlich passen. So, dann stecken wir es drauf und schrauben es fest. Wenn ich den Schrauber finde, hier. So wird es aussehen und halt viel davon. Ja, man kann die Dose ein bisschen drehen. Also wenn es jetzt gerade schief gewirkt hat, so, bitteschön. Ist halt der billigste Ramsch, den ich im Baumarkt gefunden habe. Das hat ein bisschen Spiel, aber da muss man durch. Ich habe jetzt alles gebohrt und so und könnte eigentlich montieren. Aber da gibt es noch eine wichtige Kleinigkeit, nämlich das hier, Brandschutzspray. Das sorgt einfach nur dafür, dass das Zeug nicht so leicht brennen kann. Und man weiß ja nie, wenn man mit Netzspannungen arbeitet, kann ein Funken überspringen, irgendwas. Und damit dann nicht gleich das ganze Holzkästchen da wie Zunder brennt, hiermit behandeln. Habe ich nicht vorher gemacht, weil ich nicht weiß, ob die Süffe eventuell irgendwie ja, einen unangenehmen, giftigen Film hinterlässt oder so. Deswegen habe ich erstmal die ganzen Bohrer reingemacht und jetzt gehe ich damit raus und spreche es ein. Der Flammschutz ist jetzt drauf. Was schlecht für den ungeduldigen Bastler ist, dass das Zeug ewig zum Trocknen bleibt scheinbar. Aber das ist egal. Dann nehmen wir einfach die Prostata-Untersuchungshandschuhe und befestigen den Mist jetzt nass. Mir doch egal. So, fangen wir mal mit der Stromzufuhr an. Na, komm schon. Hey, du hast vorhin noch reingepasst.
sitzt. Denn ihr wisst ja, wie im echten Leben, ist es auch beim Basteln so, Gewalt ist das Patentrezept der Gewinner. Hier habe ich sogar noch ein paar schöne M3 Senkschrauben gefunden. Die sind perfekt für dieses blöde Teil hier. Ja, Muttern drauf. Es ist erstaunlich, wie schwer M3 Muttern mit Gummihandschuhen zu greifen sind. Das ist spaßbefreit. Erstes Teil ist dran. Steckdose. Ne? So. Jetzt würde ich mal sagen, als nächstes. Boah. Das ist noch nicht richtig versäubert. Da muss ich auch noch mal mit der Feile bei. Nächstes diese Biester hier. So, sind fest, sieht gut aus. Und jetzt kommen noch die ganzen Steckdosen dran. Okay, so sieht das dann aus, wenn man M3-Schrauben durch die Gegend wirft. Das machen wir Elektronikprofis gelegentlich. Das war also auch Absicht, weil damit kann man die Schrauben auflockern und dann lassen die sich besser eindrehen. Und ganz besonders locker sind die Schrauben, die man dabei auf dem Boden verliert. Die muss man eine Zeit lang liegen lassen, damit die ganz besonders locker werden. Also alles im grünen Bereich. War alles so geplant. Wenn man sowas baut, gibt es immer eine Schraube, ja, die nicht passt. So auch hier. Aber ich habe gelernt, daran nicht zu verzweifeln. Das ist ganz normal so. Da darf man sich nicht stressen lassen. Da holt man einfach nur die Pfeile raus und sieht zu, dass es passend gemacht wird. Letzte Schraube ist drin. Dann jetzt noch ihr hier. Tada! Das ist es, das Ding. So sieht die Frontplatte des Schlangomaten aus. Aufmerksame Beobachter bemerken vielleicht, dass hier ein halber Zentimeter weniger Platz zum Rand ist als hier. Das ist kein Messfehler meinerseits, das ist Absicht. Weil das hier ist die Seite mit den Scharnieren. Und an der Seite wollte ich ja einfach unten ein bisschen mehr Platz drin haben. Es ist nicht so viel, dass es auffällt, aber ich wollte mal darauf hinweisen, dass das Absicht ist. Jo, jetzt habe ich hier mal den mechanischen Teil soweit durch fürs Erste. Und morgen werde ich wie ein Bekloppter Dragon Age Inquisition spielen. Das sollte nämlich morgen geliefert werden. Vielleicht mache ich mir zwischendurch auch die Mühe, das Video, das ihr jetzt gerade seht, zu schneiden. Mal gucken. Und ja, während das rendert, vielleicht fange ich dann schon mal an mit dem elektrischen Teil. Ne? Ich meine, da muss jetzt mal ein Schaltplan entworfen werden und dann noch ein Board-Layout. Aber hey, das muss ich mal schauen. Jetzt erstmal Dragon Age, ganz wichtig. Und tschüssing.